Hi ihr Lieben, ich wollte heute zusammen mit euch im Instant Pot Reis kochen. Als allererstes Wasser kochen. Dann Stecker reinstecken. Dann Instant Pot auf Reis. Und dann seht ihr da, könnt ihr das sehen? 10 Minuten zeigt er an. So, das Verhältnis von Reis zu Wasser ist 1 zu 1,25. So, das Wasser kocht jetzt nämlich schon. Das ist der Vorteil, wenn man das im Wasserkocher ein bisschen warm macht. Deckel drauf, Ventil gerade. Und dann fängt er gleich an und stellt hier die 10 Minuten. Zählt dann gleich runter. So, die Zeit ist jetzt fast runtergelaufen, wie ihr da sehen könnt. Nur noch eine Minute. Und ja, jetzt wird er gleich irgendwann piepsen und dann ist er fertig. Und jetzt können wir einfach den Stecker ausstöpseln. Und der Instant Pot geht jetzt auch komplett aus. Wir lassen den Reis, weil es Vollkornreis ist, aber noch mit der natürlichen Druckentweichung hier im Kochtopf stehen. Das heißt, wir öffnen das Ventil erst, wenn der Druck natürlich entwichen ist. Und das ist jetzt natürlich noch nicht der Fall. Jetzt kommt hier was raus. Also wir warten, bis sich das öffnen lässt, ohne dass der Dampf da entweicht. Das kann ungefähr, ja, ich sag mal 8 bis 10 Minuten dauern. Wenn das jetzt weißer Reis wäre, dann müssten wir das nicht machen. Dann könnten wir einfach direkt öffnen, hier Druck ablassen und dann ist der Reis fertig. Aber Vollkornreis braucht halt ein bisschen länger und deswegen lassen wir es noch ein bisschen stehen. Yep. So, Leute, ich habe keinen Plan, warum das hier so mega dunkel ist, aber draußen wird es gerade einfach, ja, mega dunkel. Von daher, egal, ihr müsst nicht wirklich viel sehen. Also hier, Ventil so rum, ja, passiert nichts, kommt kein Dampf mehr raus. Dann könnt ihr den Deckel öffnen, Vorsicht, nicht da anfassen, weil heiß. So, Deckel öffnen, zack, Deckel hochnehmen, Deckel direkt kippen über dem Topf, denn es läuft, wie ihr sehen könnt, natürlich noch der Dampf, der sich am Deckel abgeschlagen hat, runter. Shaky, shaky. Und da habt ihr euren Reis. So, Leute, damit ihr auch mal was sehen könnt, ja, wie das Ergebnis so aussieht, gehen wir mal zum Fenster, gucken mal, das ist hier der Reis. Und, jo, noch gut warm. Und auf jeden Fall schön fluffig und fertig. Seht ihr mich noch? Ciao! So, ich wollte euch jetzt noch mal kurz zeigen, was ich dazu esse zu dem Reis. Und zwar einfach eine große Zucchini klein geschnitten, mit etwas Wasser gedünstet. Und dann habe ich Currypaste reingemacht. Das ist diese hier, die heißt Panang Currypaste. Die ist ohne Öl, die gibt es im Asialaden. Gibt es, glaube ich, auch bei Edeka oder sowas, aber da ist die voll teuer und im Asialaden ist die viel günstiger. Getrocknete Rot Chili, Zitronengras, Schalotten, Knoblauch, Salz, Kaffee, Limettenschale, Galant, Kreuzkümmelpulver und Koriandersamen. Kein Öl und ja, damit top gesund. Das bisschen Salz, ach, Leute, stört euch nicht an dem Salz. Sorgt einfach dafür, dass ihr das Öl aus eurer Ernährung rauskriegt. Ich meine, ihr tut ja auch keinen Zucker in eurer Ernährung, höchstwahrscheinlich. Die meisten Ölverfechter tun das nicht, ja. Öl hat einfach mal doppelt so viel, mehr als doppelt so viele Kalorien, ja. Und es sind reine Fettkalorien und es schädigt die Arterien, tut Zucker nicht, ja. Da lagert sich kein Zucker in den Arterien ab. Das macht schon das Öl, ja. So, Leute, ich werde mir das jetzt über meinen Reis tun und dann werde ich mir das futtern und schmecken lassen. Und ich hoffe, das Video hat euch irgendwas gezeigt. Diejenigen, die schon einen Instant Pot haben, wissen jetzt dann vielleicht etwas besser damit umzugehen und kennen jetzt meine Ticks, Tricks und Tipps. Ich kann nicht sprechen. Ich muss was essen. Okay, Leute, alles Gute. Ciao.